So, da wären wir wieder. Also, in der letzten Folge haben wir ja einmal unseren halbwegs verrückten Zwergen gerettet, indem wir die Leder endlich freigegeben haben. Und wir haben angefangen, den Leserbrief abzuarbeiten. Und das möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, auch damit ich nichts vergesse. Also, der erste Punkt war CSI Abbey. Es gibt keinen Vampir, sondern die Tiere sind im Käfigen einfach gestorben und die Zwerge haben sie nicht gesehen. Deswegen gab es die Vermisstenmeldung. Die Tiere haben wir jetzt alle freigelassen, wenn ich das richtig sehe. Ne, da sind immer noch drei Vögel drin. Der Falke, den will ich nicht freilassen. Ne, der Falke ist da unten in dem Käfig. Die drei sehen so aus, als wenn sie das wären. Also in dem Käfig ist so ein ganz kleiner grauer Punkt, ein brauner Punkt und ein braunes Krabbelding. Ich glaube, das sind die kleinen Vögel. Aber naja, die haben bisher überlebt, also werden sie den Rest auch noch überleben. Das heißt, wir haben alle Tiere nach draußen verlagert. Das war Punkt 1. Punkt 2 war H, S und R. Also hier oben links, wenn irgendetwas passiert, dass man sich die Combat Logs angucken kann. Oder die Hunting Logs. Oder was war das dritte? Sparring Logs. Also wenn irgendwelche Trainingskämpfe stattfinden. Das heißt, ich drücke einfach mal. Was war das jetzt? R. Und hier haben wir jetzt alle Kämpfe, die bisher stattgefunden haben. Zum Beispiel, Spud Pollock ist Sparring. Keine Nachricht. Keine Nachricht. Haben wir irgendwo einen ordentlichen Kampf? Nö, nichts Aktuelles. Oh, das ist ja auch gut. Das ist ganz oben. Ah ja, hier haben wir so einen Kampf. Der Kriegshund hat sich festgebissen in einem Goblin. Aber der Goblin springt weg. Naja, und so kann man halt die interessanteren Kämpfe später verfolgen. Das war Punkt 2. Punkt 3 waren Verletzungen, dass verletzte Körperteile grau hinterlegt werden und nicht rot. Wir können mal ganz kurz zu einem Zwergen springen, aber ich denke mal, die werden alle keine Verletzungen haben. Wenn wir jetzt auf W drücken, haben wir hier die Wunden. Und wenn irgendetwas davon grau wäre, dann wäre es nicht mehr vorhanden. Also haben wir einen Arm oder Bein oder einen Fuß. Vor allem Füße und Hände werden recht häufig abgetrennt. So, das nächste war. Ah, genau, einer meiner Lieblingspunkte. Man kann jetzt aus Stein beim Crafts Dwarfs Workshop Fässer herstellen. Also diese Rock Pots. Da kann man auch Flüssigkeit drin lagern. Das heißt, wir werden kein Holz mehr verbrauchen müssen für Barrels, also für Fässer. Das ist eine super Neuerung. Dadurch brauche ich das ganze Holz eigentlich nur noch, um Kohle herzustellen. Wenn man keinen Zugang zur Lava hat, was wir ja noch nicht haben und auch vermutlich die nächsten 100 Folgen oder so nicht haben werden. Denn dazu müsste man recht tief runterbuddeln und das ist ziemlich gefährlich. Aber gut, also wir können jetzt Pots herstellen, wo wir unser Alkohol drin lagern können. Das wird auch eine ganze Weile in der Endlosschleife laufen, solange wir halt genug Stein haben. Jo, der nächste Punkt wäre Nestboxes. Den habe ich in der letzten Folge gar nicht angesprochen, deswegen ist es gut, dass ich die Liste nochmal durchgegangen bin. Nestboxes sind dafür da, dass Tiere, die Eier legen, auch ihre Eier legen können. Was auch immer sie sonst damit tun. Einfach drin behalten, hoffe ich mal nicht. Also wir sollten einfach irgendwo, wo wir Platz haben, eine Nestbox hinstellen und dann kann Gandalfs Huhn zum Beispiel da einfach hingehen, Eier ablegen und wir können die Eier benutzen, um unseren Essensplan ein bisschen auszuweitern. Und es dürften auch keine Küken schlüpfen, denn wir haben ja nur einen Huhn und keinen Hahn. Was jetzt gut oder schlecht sein kann. Weil ich denke mal, wenn man noch einen Hahn hätte, dann kann es ganz schnell zu einer Hühnchenexplosion geben. Kommen. Dass wir irgendwann viel zu viele davon haben und dann durchgehend und noch mit Schlachten beschäftigt sind. Also ist es ganz gut so. Und wir haben auch, glaube ich, ja, da ist eine Gans und da ist noch eine Gans. Was genau bist du? Ein Ganter und eine Gans. Ja, das ist schon mal männlich und weiblich. Die könnten sich schön fortpflanzen. Aber gut, also brauchen wir mindestens zwei, sagen wir mal drei oder vier Nestboxes. Sub, sub. Die bauen wir wo? Nestbox. Also beim Crafts Dwarfs Workshop einfach auf Rock und dann runter scrollen zur Nestbox. Davon machen wir mal vier Stück. Und die platzieren wir dann einfach oben hier in unserem Hauptraum. Ne, sieht komisch aus. Platzieren wir dann hier oben in unserer Farm. Das passt schon eher. So, das war Punkt Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Punkt Nummer 6 hat mir auch sehr, sehr gefallen. Nämlich, dass die Stockpiles, die jetzt die Funktion haben, Give to a Pile or Workshop. Das heißt, man kann dem Stockpile sagen, du wirst jetzt nur von dem Workshop benutzt oder nur von dem. Und
So haben wir auch schon in der letzten Folge angefangen, unsere Stockpiles hier unten zu sortieren. Ich lasse die Zeit ein bisschen weiterlaufen, damit unsere Zwerge was zu tun haben. Und jetzt sollten alle farbigen Steine nach hier unten gebracht werden und alle grauen Steine nach da oben. Und der wird von dem Stockpile halt genommen, wenn wir irgendwelche Möbel herstellen, und von dem unteren wird genommen, wenn wir irgendwelche Kinkerlitzchen herstellen wollen. So, was haben wir jetzt für eine Fehlermeldung? Ein Dieb. Der direkt vor unseren Fallen steht. Da können wir mal gucken, was passiert. Also ihr habt gesehen, er ist einmal rechts durchgelaufen und wieder zurück, ohne dass er eine Falle ausgelöst hat. Das ist eine Fähigkeit von Dieben und auch manchen Kreaturen. Die können Fallen einfach komplett ignorieren. Beziehungsweise die Chance, dass sie eine Falle tappen, ist sehr, 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 sehr gering. Er läuft einfach durch alle durch und ist weg. Oder auch nicht, denn unsere Hunde haben ihn. Muhaha. Kriegen sie ihn? Gucken wir mal ganz kurz, ob er verletzt ist. Nee, hat keinen einzigen Treffer davon getragen. Und unsere Hunde sind immer noch verletzt, glaube ich, von dem einen Angriff. Also ja, wirklich viel bringen tun sie nicht, aber sie verscheuchen den Gegner. Das ist schon mal gut. Aber ich war bei unserer Liste. So, also unten die Stockpiles sind jetzt so eingerichtet, dass sie entweder für die Masons benutzt werden oder für die Crafts Dwarfs Workshop bzw. die Mechanics. So, dass wir nie wieder falsche Möbel herstellen. So, das war Punkt Nummer 6. Richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und Nummer 7 wäre auch noch, wir haben hier die ganzen Masons, um die Mauer oben zu bauen, beziehungsweise jetzt ist sie ja schon fertig. Man kann bei den Workshops auch einstellen, dass sie nur von ganz bestimmten Zwergen benutzt werden können. Also könnten wir jetzt bei unseren Masons hier sagen, ich gucke erstmal kurz im Dwarf Therapist, wer unsere besten Masons sind. Das wäre Mason Ildom, also Seetangtung. Und der nächstbeste ist dann Zodia, wenn ich das richtig sehe. Also Seetangtung und Zodia sollen als einzige Zugang haben. Drücken wir Shift P. Shift P. Na also. Suchen jetzt hier Seetangtung raus. Und wo ist Zodia? Da ist Zodia. Das heißt, die beiden sind jetzt die einzigen Masons, die Zugang zu dem Workshop haben. Das heißt, wir haben jetzt zwar viele Masons, ich glaube, wir haben inzwischen 4 oder 5, aber nur 2 davon können wirklich Möbel herstellen. Aber alle Masons können immer noch losgehen und Mauern und dergleichen bauen. So können wir halt verhindern, dass wir irgendeinen Neueinsteiger-Mason haben, der dann plötzlich denkt, oh, ich mach mal die Aufgaben da in dem Masons-Workshop. Das muss ja nicht unbedingt sein. Das gleiche machen wir hier auch noch. Also wieder Seetangtung und Zodia. So. Also haben wir sichergestellt, dass nur die guten Leute auch das gute Zeug herstellen und dass das gute Zeug nur aus dem richtigen Stein ist. Halt durch die Stockpiles. So, weiter im Text. Ich will das noch in dieser Folge alle schaffen. So, der nächste Punkt ist rein hintergrundstechnisch. Goblins und Kobolde sind nicht alliiert. Sie haben nur ähnliche Ziele. Also Kobolde stehlen halt gerne Zeug und Goblins auch. Aber die Goblins arbeiten, also die Goblin-Diebe arbeiten halt für die Goblin-Streitmacht. Die Kobolde sind einfach nur eine Plage. Die wollen einfach nur nerven. Der nächste Punkt. Das hat mit den Squads zu tun. Wir gehen mal zu unserem Squad, also auf dem Military-Bildschirm mit M. Ich muss immer wieder dran denken, wieder ins Spiel zu klicken. So, hier haben wir unser Smooth Dice. Wenn wir jetzt hier auf Ausrüstung gehen, E, gibt es oben rechts die Option Partial Matches. Partial Matches bedeutet, dass sie versuchen, unsere Vorlage einzuhalten, also unsere Uniform. Aber wenn sie die Sachen nicht haben, ziehen sie halt etwas anderes an, was in den Slot reinpasst. Würden wir jetzt M drücken, da steht hier Exact Matches, dann ziehen sie nur das an, was wir vorschreiben, nichts anderes. Das kann dazu führen, dass sie teilweise nackte Slots haben, also nichts auf dem Helm aufhaben, nichts auf dem Kopf aufhaben und nichts auf der Brust oder wie auch immer. Aber dadurch kann man halt verhindern, dass sie Sachen anziehen, die sie nicht anziehen sollen. Ich lasse es aber lieber erstmal auf Partial Matches, denn ich will lieber, dass meine Zwerge überleben, als dass sie gut aussehen. So, das war der eine Punkt. Und der allerletzte Punkt wären die Schlafräume. Ich habe mir ja vorher immer die Mühe gemacht. Ich habe mit R den ganzen Raum designiert und habe sie dann mit A zugeordnet. Dass ich also jedem Zwerg sein eigenes Zimmer zugeordnet habe. Das musste ich aber gar nicht. Sobald man irgendwo einmal R gedrückt hat, den Raum designiert hat, und hier steht Current Owner Nobody, also das Zimmer ist jetzt quasi bereit, assigned zu werden, also zugeordnet zu werden, dann kann ich schon aufhören. Wenn ich jetzt einfach Escape mache und irgendein Zwerg kein Zimmer hat, wird er sich das Zimmer aussuchen und da schlafen. Und dann wird auch später da stehen, Owner der und der Zwerg.
Das heißt, ich muss das Micromanagement nicht mehr betreiben. Ich muss nur noch die Räume definieren und dann war es gut. Ich muss nicht jetzt endlos durch diese Listen durchscrollen und gucken, wer noch kein Bett hat. Das ist jetzt zwar noch einigermaßen übersichtlich, aber später mit 200, 300 Zwergen ist die Liste schon ganz schön lang. Deswegen ist es ganz gut zu wissen, dass die Zwerge schon sich selber ihre Zimmer aussuchen. Mit etwas Glück sogar die Zimmer, wo das Bett aus ihrer Lieblingsholzsorte drin ist. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. So, gucken wir mal ganz kurz, wie es bei den Minen aussieht. Ah, die sind jetzt schon hier oben, aber keine Eisen. Na, das wollte ich noch ganz kurz wissen. Aber ja, wir sind im Leserbrief durch. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, denn es gibt bei Dwarf Fortress so schnell so viele Änderungen. Also wenn man mal ein halbes Jahr nicht gespielt hat, und bei mir ist jetzt schon länger als ein halbes Jahr, dann kommt echt tierisch viel Zeug dazu. Dass das Spiel aber wesentlich einfacher macht. Also, es macht das Spiel komplexer, aber man hat mehr Kontrolle. Und mehr Kontrolle ist immer gut. Ich bin ja so ein kleiner Control-Freak. Aber gut, vielen Dank nochmal. Das war Triff aus dem Dwarf Fortress Forum, der mir das geschickt hat. Und wenn ihr allgemein noch Anregungen habt, immer her damit. Wenn es auch so viel ist wie bei ihm, dann bitte auch eine PM, weil die übersehe ich nicht so leicht wie stinknormale Kommentare. Also stinknormale, ganz normale Kommentare halt. Denn davon kommen inzwischen hier recht viele rein und irgendwie werden die bei YouTube nicht immer alle angezeigt, also auf meinem YouTube-Account. So, jetzt wollen wir aber weitermachen. Der Stein wird immer noch abtransportiert von hier oben. Und hier unten sieht es langsam einigermaßen sortiert aus. Aber ich glaube, wir haben nicht genug Steine allgemein. Also nicht genug Steine, die auch gut sind. Steine. Granit, 36 Stück. Warum ist denn der Stockpile für Granit so leer? Achso, hier oben sind ein paar, da unten sind ein paar. Aber wir hatten doch unten... Ja, wir haben hier eine größere Fläche wieder designiert, damit wir an Granit rankommen. Aber unsere Miner sind halt durchgehend beschäftigt. Kann man nichts machen. So, unsere Müllpresse hatten wir auch schon fertiggestellt. Die Räume für die Adligen sind... Oh oh. Die wollen was Neues haben. Oder haben wir es noch nicht zugeordnet? Ach stimmt, die wollten noch Kisten, Cabinets, Weapon Racks und so weiter alles haben. Haben wir das auf der Jobliste? Koffer, Table. Aber keine Armor Stands und Weapon Racks. Gut, das muss dann auch noch auf. Wir hätten gerne Weapon Rack. Und dann hätten wir gerne Rock Weapon Racks. Und davon hätten wir gerne erstmal 6 Stück. Dann hätten wir noch gerne Rock Armor Stands. 6 Stück. Und Rock Koffer hatten wir schon in der Liste, ne? Ja, da sind Koffer. Koffer sind einfach nur Kisten. Und irgendjemand wurde von einem wilden Eber unterbrochen? Und warum kriegen wir so viele Fehlermeldungen? Need empty trap. Das verstehe ich nicht. Hat wahrscheinlich oben mit den Tieren zu tun. Also Käfige haben wir ja, aber vielleicht brauchen die wirklich Animal Traps, um die irgendwo hinzubringen. Na gut, sagen wir unserem Carpenter mal, wir hätten gerne Animal Traps. Machen wir mal 5 Stück davon. Bisher dachte ich eigentlich nur, dass sie dazu da sind, wirklich Untiere anzufangen. Also Ratten und Käfer und was weiß ich. Aber na gut. Schauen wir mal, was da draus wird. Was ist eigentlich mit unserem Leder? Wie viel haben wir da jetzt? 2 Hides. Wo waren Hides? Threadlocks, Bars. Tent Hides. 88 Hundeleder. So, wir hatten jetzt wahrscheinlich auch schon genug Hoods und genug Cloaks gemacht. Gucken wir mal ganz kurz. Armor. Ich suche einfach nach einer hohen Zahl. Cave Spider Silk Dress, nein. Dresses, nein. Ha. Okay, hier schon mal nicht. Was ist mit Trousers? Dog Leather Trousers hätte ich gerne.
Pig Fiber Trousers? Nein. Davon bräuchten wir pro Zwerg 2 Stück. Aber ich sehe hier keine Dog Leather Trousers. Also kommt das mit auf unsere Liste. Wir hätten gerne Leather Trousers. Wie viele Zwerge haben wir jetzt in der Armee? 7, oder? 14, also. Gucke ich mal ganz kurz. Sarge. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Ja, du hast doch. Dann gehen wir wieder unsere Stockpiles und gucken, was wir noch so brauchen. Mittens. Davon bräuchten wir auch 2 Stück pro Zwerg. Und ich sehe nur Pigtail. Ah doch. Dog Leather Mittens. Sehr schön. Nächstes. Schuhe. Schuhe machten wir aus Stoff. Brauchen wir also nicht. Und wo sind jetzt die... Also eigentlich bräuchten wir noch Hoods. Davon hatten wir aber auch schon welche in Auftrag gegeben. Pigtail. Ich sehe aber keine Dog Leather Hoods. Ich hätte schwören können, wir hätten Hoods und Cloaks einen recht großen Auftrag mal verteilt. Aber vielleicht hatten wir nicht genug Leder. Ah, Dog Leather Hoods, 2 Stück. Ja, das ist kein großer Auftrag. Und wo sind denn unsere Umhänge? Also bei Armor? Ah doch, hier sind auch Cloaks mit bei. Sehe ich jedoch auch keine größere Gruppe. Da ist ein Kleid aus Hundeleder. Nö, also brauchen wir die auch noch. Damit werden wir wahrscheinlich unser ganzes Leder aufbrauchen, denn es waren 6 Cloaks pro Zwerg. Also 6 mal 7, 42. Leather Cloak. Es geht nur bis 30. Dann machen wir mal 21 erstmal. Und dann noch Leather Hood. 21. So, Cloak, Hood. Hat unser Lederer erstmal was zu tun. So, die normalen Betten hier unten brauchen wir gar nicht. Ich sollte mir echt jetzt mal angewöhnen, die Zeit eine Weile laufen zu lassen. Denn sonst kommen unsere Zwerge gar nicht dazu, die ganzen Aufträge abzuarbeiten. Hier ist soweit alles sicher. In der Mine wird fleißig Stein geholt. Aber ich hätte eigentlich gerne mehr Minenarbeiter. Bisher, was sagt Dwarf Therapist? Bisher haben wir designiert 6 Grunts und den Sarge. Das heißt, es sind eigentlich 7 Stück, die durchgehend am Minern sein sollten. Tun die das auch? Dick, 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 dick. Und Hex macht seinen Combat Drill, weil er ja auch die Stadtwache leitet. Aber wir haben mindestens 5 Zwerge, die durchgehend am Minern sind. Und trotzdem kommen wir da nicht so hinterher. Das ist ja skurril. Da ist wieder einer. Oh, hier oben sind wir gut weit gekommen. Aber immer noch nirgendwo Erz. Also jedenfalls kein Erz, das wir gebrauchen können. Aber ich hatte ja auch schon rausgefunden, dass auf diesem Embark wir das Erz wahrscheinlich nur in tieferen Tiefen finden werden. Und da traue ich mich noch nicht so ganz. Und wenn, dann sollten wir auch nicht hier den Zugang machen nach ganz unten, sondern noch ein bisschen weiter entfernt. Deswegen jetzt hier, machen wir einmal nach oben, machen hier wieder einen Gang, den wir dann mit Pfeilen sichern können und mit Türen und so weiter. Und hier gehen wir dann in die richtigen Tiefen runter. Da können wir noch ein bisschen Platz drumherum machen. So, noch mehr, was die Miner abbauen können. So, wie schaut es eigentlich mit unserer Kinkerlitzchenproduktion aus? Das wäre... Da macht keiner was und da macht keiner was. Was soll denn das? Stonecraft haben momentan 5 Leute, 6 Leute, 7 Leute aktiviert. Ach, wir hatten hier die Nestboxes produziert. Ah, na okay. Sei verziehen. Also Rock Instruments. Rock Instrument. Und hier die 4 müssten eigentlich doch auch alle belegt sein. Instrument.
Instrument. Nicht Shortsword. Dazu bräuchten wir Obsidian. Instrument. Immer schön Repeat drücken. So. Überall R. Jo. Meckert irgendjemand? Ja, ganz viele meckern, aber das ist immer noch das mit den Fallen. Wegen den Steinen meckert keiner anscheinend. Das ist doch schon mal gut. Aber es kommt auch keiner. Ich habe zwei von den Stonecraftern auch den Howler-Befehl weggenommen. Das heißt, sie machen eigentlich nichts anderes als die Stonecrafts. Trotzdem kommen die nicht. Das ist jetzt komisch. Aber wenigstens sind die Masons schön fleißig. Aber na gut, das soll erstmal für diese Folge reichen. In der nächsten geht's dann weiter. Also bis gleich.